Es gibt viele Gründe, weshalb Unternehmen nach 5 Jahren nach ihrer Gründung nicht mehr am Markt sind. Und einer dieser Gründe ist der Fehler bei der Nutzen- oder Geldorientierung. Ich werde dir in diesem Film aufzeigen, was du dabei beachten solltest, damit dir dieser Fehler nicht passiert, die Geld- oder Nutzenorientierungsfrage falsch zu entscheiden. Mein Name ist Daniel Schäfer und nach ein paar Jahren in der Angestellten-Tätigkeit habe ich mich entschlossen, selbst Firmen zu gründen. Inzwischen über 20 an der Zahl. Und ich habe bei den ersten Unternehmen genau diesen Fehler auch gemacht, dass ich nicht das Gleichgewicht und nicht den Zusammenhang zwischen Geld und Nutzen erkannt und umgesetzt habe. Und deshalb musste ich meine ersten Firmen auch wieder schließen. Das heißt, meine ersten 3 Projekte sind gescheitert, weil ich einerseits nur auf das Geld geschaut habe, was ich bekommen kann, und auf den Nutzen geschaut hatte, den ich teilweise selbst hatte. Denn meine erste große Selbstständigkeit war eine Diskothek mit Gaststätte. Warum? Weil ich so viel Party gemacht habe, dachte ich, das könnte ich das eine mit dem anderen verbinden und dann noch viel Geld verdienen. Auch bei der zweiten Selbstständigkeit habe ich wieder auf mich geschaut, was ich konnte. Und da ich bei der Armee und bei der Kriminalpolizei war und viel Kampfsport gemacht habe, dachte ich, Security ist doch eine gute Idee, an den Markt heranzutreten, ohne dabei darauf zu schauen, dass der Markt völlig überlaufen war, weil viele Menschen damals aus der ehemaligen DDR sich selbstständig gemacht haben, auch im Sicherheitsdienst, und der Stundensatz war unter 5, 6, 7, 8 Mark die Stunde. Also konnte man nicht wirklich gutes Geld verdienen. Und auch im dritten Projekt ging es vornehmlich erstmal um das Geld, das ich verdienen wollte. Denn die Post war gezwungen, ihre Märkte zu öffnen, die Telekom wurde gegründet und hatte sofort Mitbewerber. Und bei einem bin ich mit aufs Boot gesprungen bei Telekom und habe da versucht, auch das schnelle Geld zu machen. Aber ich war wieder einer von vielen und der Nutzen war nicht primär im Ziel, deshalb musste ich auch dieses Projekt wieder einstellen. Du kannst also bei dieser Entscheidung auf beiden Seiten des Pferdes hinunterfallen. Wenn du beispielsweise nur auf das Geld schaust, also welchen Umsatz du machst, wie viel Gewinn du machst, wie viel du in deiner Tasche hast, dass du endlich davon leben kannst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dir der Nutzen aus den Augen gerät. Aber glaub mir, dem Kunden interessiert es da draußen nicht wirklich, wie viel Umsätze du machst, wie viel Gewinn du machst. Der Kunde, der will sein Problem gelöst bekommen, seinen Nutzen gestiftet bekommen. Der will aus einer Problemsituation in eine Lösungssituation. Dann interessiert er sich für dich. Aber du kannst auch auf der anderen Seite des Pferdes hinunterfallen, indem du nur auf den Nutzen schaust. Wie du Menschen helfen kannst, wie du ihnen mehr Essen machen kannst, wie du eine Unterkunft geben kannst, wie du ihnen helfen und dienen kannst. Aber wenn du an einen Markt herantrittst und der Kunde ist nicht bereit oder nicht in der Lage, dir Geld zu bezahlen, dann gerätst du selbst in die Hilfebedürftigkeit. Was bedeutet das also für dich? Wenn du an den Markt herantreten willst und ein erfolgreiches Unternehmen gründen möchtest, dann gilt es sowohl den Nutzen zu beachten, dass du also Probleme löst, echten Dienst, echte Mehrwerte produzierst, aber auch das Geld verdienen kannst, was du brauchst, um davon leben zu können. Das heißt, die Kunst, das Können des Unternehmers, ist es, die richtige Balance zu finden zwischen Nutzenstiftung und zwischen Geldverdienen. Und interessant ist, dass das Geldverdienen ein interessanter und wichtiger Indikator dafür sein kann, wie wertvoll der Nutzen ist, den du an den Markt gebracht hast. Wenn du beispielsweise ein sehr kompetenter Herzchirurg bist, dann kann es sein, dass du gebucht wirst auf 3 Jahre im Voraus für Tagessätze bis zu 10.000 oder 20.000 Euro am Tag. Das heißt, dein Nutzen, den du stiftest als Herzspezialist, ist sehr hoch und du wirst auch sehr hoch bezahlt. Wenn du aber kein Herzspezialist bist, sondern nur Zahnarzt, dann wirst du vielleicht nicht 20 oder 10.000 Euro, sondern vielleicht nur 5.000 Euro am Tag Umsatz generieren. Und bist du nur ein Allgemeinmediziner, sind es vielleicht nur 1.000 Euro. Und so geht es immer weiter hinunter in Abhängigkeit des Nutzens, den du stiftest. Ganz unten steht natürlich der, der Briefe austrägt oder den Müll ausbringt. Und das geht immer weiter auf 100 Euro oder 10 Euro am Tag in der Stunde. Und würde der Gesetzgeber da nicht ein Limit eingeben, dann würde es auch Menschen geben, die weiterhin für 1 Euro Jobs tätig sein müssten. Das bedeutet also für dich, dass du nicht nur die Balance zwischen Nutzen und Geld im Blickfeld hast und beachtest, sondern dass du auch das Geld, was andere für deine Leistung ausgeben, als Indikator nutzt. Nichts anderes machen solche Softwaresysteme wie Jungle Scout oder andere Messsysteme, die einfach überwachen, wofür Menschen zum Beispiel bei Amazon ihr Geld ausgeben. Dort wird genau überlegt und elektronisch über Suchmaschinen ist es heute ein leichtes, genau zu analysieren, wie viele Produkte oder wie viele Leistungen wurden zu welchem Preis verkauft. Du kannst also an der Bereitschaft der Menschen, wofür sie ihr Geld ausgeben, erkennen, welcher Nutzen auch heute gefragt ist.
Und heute kann es das Produkt A sein, morgen kann es Produkt B sein und übermorgen Produkt C. Heute kann es deine Dienstleistung sein, aber morgen kann es schon eine weiterentwickelte, eine bessere Dienstleistung sein. Worauf gilt es also für dich zu achten, wenn du erfolgreicher Unternehmer oder Selbstständiger sein willst? Es gilt ganz einfach darauf zu achten, dass du beides im Fokus hast. Dass du also nicht nur Menschen dienst ohne Bezüge, aber dass du auch nicht nur den Fokus auf Geld hast, ohne Nutzen zu stiften. Und zweitens, lerne ab sofort ein Messsystem einzuführen, wo du mit dem Ohr eng am Markt bleibst und horchst, welche Probleme, welche Wünsche die Menschen haben und wie du diese Probleme lösen kannst, wie du dort den entsprechenden Nutzen stiften kannst. Und wenn du das gut in den Markt hineinbringst, also auch so mit Marketing und Kanalstrategien in den Markt hinein transportierst, dann wirst du auch die Menschen anziehen und sie sind bereit, dir auch das Geld zu geben. Das ist das ganze Prinzip, das ganze Geheimnis der Marktwirtschaft. Also entscheidend ist, beides im Fokus zu haben, aber nutzenorientiert deine Produkte und Dienstleistungen auszuwählen. Und dass du richtig lagst, siehst du an deinem Einkommen, an deinem Gewinn. Und den wünsche ich dir. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Geschäftsidee, deine Produkte, deine Dienstleistungen, dein gesamtes Sortiment zu optimieren, deine Prozesse zu optimieren, das gesamte Geschäftsmodell zu optimieren, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Nutze also nicht nur unser kostenfreies Erstgespräch, wo unsere bundesweit arbeitenden Berater und Coaches dich dabei unterstützen, dein Geschäftsmodell zu optimieren, sondern ich lade dich auch ein, jetzt das Video mit Daumen hoch zu liken und unseren Kanal auch zu abonnieren. Denn dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand und wirst informiert über neue, gute Videos. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg, deine Geschäftsidee entweder auf die Beine zu stellen oder auch mit uns gemeinsam zu entwickeln und zu verbessern. Dein Daniel Schäfer.